Schwierig. Würde ich jetzt nicht nochmal so machen. Okay, der erste ist nicht perfekt geworden. Was reibt man? Und dann kommt Thomas. Okay, das ist life-changing. Hallo Leute, hier ist Hazel. Willkommen zu einem neuen Video. Die Instant Ramen Queen is back. Ich habe eure Kommentare gelesen. Ich habe auch ganz, ganz viele Nachrichten auf Instagram gekriegt. Immer wenn ich ein Fragetool mache, kommt, wann kommt das nächste Ramen Video? Und ich wusste gar nicht, dass ihr das so unbedingt krass wollt. Deswegen mache ich das heute für euch. Ich teste virale TikTok Ramen Trends. Denn ihr wisst, es ist super einfach, Instant Ramen zu machen. Und jeder hat da irgendwie sein eigenes Rezept. Und deswegen wollen wir gucken, was es da draußen so gibt und was dann auch geil schmeckt. Ich habe gehört, es lohnt sich mir auf Instagram zu folgen, weil ich bald Blackpink-Tickets verlosen werde. Als erstes haben wir was ganz Simples. Dann auch meine türkischen For You Yum Yum mit Joghurt. Wir probieren es aus. Die kochen wir wie gewohnt. Und schmeckt's? Brutal. Das ist einfach brutal. Kann ja auch brutal schlecht sein, aber so wie sie gestikuliert hat, wahrscheinlich brutal gut. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Dieses Rezept ist für meine türkischen Follower und ich wette, ihr werdet jetzt kommentieren, das esse ich schon immer so. Mit türkischem Joghurt ist alles besser. Das teste ich gleich und ich habe auch direkt ein Hack für euch, weil ich habe gesehen, dass sie ihre Yum-Yum-Nudeln extra in einem Topf gekocht hat. Und das muss echt nicht sein. Also Yum-Yum-Nudeln sind wirklich eine der dünnsten Nudeln und da braucht ihr eigentlich nur einen Wasserkocher. Gazi, die Marke kennen wir auf jeden Fall für Grillkäse. Bisschen Joghurt. Was ich jetzt voll spannend finde, ist, dass die Gewürze direkt in den Joghurt kommen und gemischt werden, weil normalerweise kocht man ja alles in der Brühe da. Okay Leute, mit dieser roten Soße hier erinnert mich das ein bisschen so an Manti. Ich liebe nämlich Manti, das ist wahrscheinlich auch Joghurt in Manti, oder? So, jetzt kommen die Nudeln ohne Wasser natürlich hier rein und werden gemischt. Sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Sieht sehr sahnig aus. Sieht auch ein bisschen aus, wie, als ob ich das mit Chili-Mayo essen würde. Aber ich glaube, es wird nicht allzu fettig, weil es ist ja Joghurt. Das ist ja keine Mayonnaise, sondern es ist Joghurt. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Wow. Es ist anders, weil man schmeckt hier die Gewürze viel, viel stärker raus. Weil sie sind halt noch so pur im Joghurt drin. Der Joghurt dämmt auch ein bisschen die Schärfe, also es schmeckt gar nicht super scharf, also es schmeckt so leicht scharf. Ja, es schmeckt richtig besonders, als würde ich nicht nur so Instant-Nudeln essen, sondern etwas, was ich richtig gekocht habe. Ich finde, der Joghurt passt perfekt hier rein. Es ist natürlich nicht wie Manti, auf gar keinen Fall. Manti ist besser. Aber das ist eine echt gute und sehr, sehr einfache Alternative. Ich glaube, das ist einer der einfachsten Rezepte heute. Lecker. Ja, ich finde auch. Vielleicht sauer, ne? Ja, aber es liegt ja auch an der Gewürzmischung. Aber ich finde das voll geil. Es hat irgendwie was. Also es schmeckt nicht zu fettig, wie ich halt gesagt habe. Es schmeckt so leicht. Also falls ihr gerade türkischen Joghurt zu Hause habt, probiert es gerne aus. So, das nächste. Viral ramen hack from months ago. It was highly requested, but I don't know why I'm just now getting around to trying it. So you're supposed to combine an egg with the seasoning packets from your instant ramen of choice, add in some minced garlic and QP mayo, then you mix it all up until most of the seasoning is dissolved into the egg. Next, boil the noodles until they're cooked, but save the water and keep it boiling. The water is key to cooking the egg as you slowly pour it into the seasoning mixture. It's probably easier to remove the noodles from the broth, but I was too lazy. So I just poured the broth in a little at a time, making sure to mix vigorously. The color was already starting to look interesting, and then I plopped in the noodles. The last step is to add in some chopped green onions. Appearance-wise, it looks amazing. Without the egg and mayo, the broth typically looks like a clear red, but with the items, it was creamy. Taste-wise, I was pleasantly surprised. The mayo offset the spice quite a bit, but made the broth a richer experience. I would definitely try this again, and I would recommend this to people who think the Shin Ramyun noodles are too spicy. This hack will definitely help. Also, I can't find the originator of this hack, so if you guys... Okay, also ich stimme auf jeden Fall überein. Shin-Ramen sind eigentlich immer sehr, sehr scharf. Und sie hat gesagt, das mildert die Schärfe ab. Gucken wir mal, ob es wirklich so ist. Als erstes brauchen wir ein Ei. Dann kommen schon die ganzen Gewürze hier rein. Auch das Grünzeug. Dann brauchen wir noch Mayo. Ich habe keine QP-Mayo. Dann habe ich hier frischen Knoblauch. Das Ganze wird gut verrührt. Im nächsten Schritt kochen wir die Nudeln. Das sind ja auch etwas dickere Nudeln. Und wichtig ist auch, weil wir das heiße Wasser brauchen werden. Ach krass.
krass, dass die Brühe so klar ist. Also ich esse ja oft Ramen mit Ei, aber ich crack das Ei immer einfach so rein, während die Brühe halt noch heiß ist. Und dann habe ich tatsächlich auch richtige Stücke Ei, die ich auch essen kann. Und hier habe ich das Gefühl, ist einfach gar nichts mehr da. Die Brühe sieht auf jeden Fall richtig gut aus von der Farbe. Sieht aus wie eine echte Ramenbrühe, die wir im Restaurant so kriegen würden. Jetzt bin ich echt auf den Geschmack gespannt. Da ist ja viel Knoblauch drin und auch Mayo. So, zum Verfeinern noch Schnittlauch. Immer noch sehr, sehr scharf. Ich finde, die Mayo hat hier nichts dagegen getan. Also immer wenn ich Shin-Ramen esse, bin ich immer so richtig geflecht, wie scharf das ist. Ich mache auch immer nur die Hälfte von dem Chili-Pulver rein. Hatte voll gehofft, dass die Mayo abschreckt, aber ich kann noch gar nicht so einen Geschmack sagen. Ich esse mal jetzt mit ganz viel Brühe dazu. Viel zu salzig, viel zu scharf. Ich glaube einfach viel zu wenig Wasser hier drin. Also es ist auf jeden Fall sehr knoblauchlastig, weil ich frische Knoblauch drin habe. Ich finde, das Ei hat gar nichts dazu beigetragen. Vielleicht nur zu der Farbe. Das ist nicht so cremig, wie das aussieht. Es ist eigentlich super flüssig. Ich glaube, ich hätte das Ei einfach im Nachhinein irgendwie so reingegeben, damit ich auch so Stücke habe, die ich essen kann, weil ich finde es echt schade. Schwierig. Würde ich jetzt nicht nochmal so machen. Also Knoblauch ist gut. Das war es dann aber, glaube ich, auch schon. Es ist alles viel zu scharf. Ihr müsst wissen, seit 2 Jahren vertrage ich gar nicht mehr so gut scharf. Geschmacklich zumindest. Also ich würde sagen, Shin-Ramen ohne diesen Hack und vielleicht mit einem Spiegelei drüber oder so wäre auf jeden Fall besser. Hier bin ich ein bisschen enttäuscht, weil es echt lecker aussah und weil die TikTokerin auch mal gesagt hat, wie es ihr schmeckt, weil das ist auch sehr selten der Fall. Und ihr hat es ja so geschmeckt und sie würde es nochmal so machen. I don't know. Nicht alles auf TikTok schmeckt mir. Und bevor wir zum nächsten Rezept kommen, fragt ihr euch sicher die ganze Zeit schon, oh mein Gott, warum hat Hase so ein cutes Case? Das heutige Video wird mal wieder gesponsert von Rhino Shield. Und ja, es ist nicht nur ultra cute und safe, sondern es ist auch ultra MagSafe. Ja, Rhino Shield hat ein bisschen gebraucht, um die MagSafe Cases rauszubringen, aber es hat sich gelohnt, denn sie haben einen ultra starken Magneten. Ich sag nur, dieses Handy ist extrem schwer. Und manchmal, wenn ich das Navi benutze, ist es vorher abgefallen, aber jetzt mit meinem Rhino Shield MagSafe Case fällt nichts ab. Also falls ihr gerade eher auf der Suche nach Cases seid, dann checkt gerne Rhino Shield aus. Sie haben sehr cute Designs und aktuell einen Black Friday Sale. Es gibt bis zu 60% Rabatt und mit meinem Code HAZEL10 spart ihr noch mehr. Und bei der aktuellen Kampagne gibt es auch noch eine super coole Besonderheit. Und zwar gibt es gerade eine Spendenaktion. Falls ihr das noch nicht wusstet, es gibt aktuell nur noch 2 weibliche Northern White Rhinos. Und mit der Spendenaktion soll gefördert werden, dass diese beiden Weibchen künstlich befruchtet werden, um somit ihre Art zu erhalten. Jonas Ems, bestimmt sagt euch der Name was, hat dazu ein sehr ausführliches Video gemacht. Das verlinke ich euch in der Beschreibung. Schaut es euch gerne an, um mehr zu diesem Thema zu erfahren. In der Videobeschreibung findet ihr auch den Spendenlink, falls ihr etwas Geld übrig habt und diese Aktion unterstützen möchtet. Rhino Shield selbst beteiligt sich bei dieser Spendenaktion mit einer Summe von 20.000 Euro, was ich richtig cool finde. Aber jetzt machen wir weiter mit unserem Video. Als nächstes haben wir auch was richtig Interessantes. Let's make pesto ramen. Salt your water. Then drop in that ramen. For pesto, basil, parmesan cheese, pine nuts, garlic and olive oil. Beautiful chunky pesto. Mix in your pesto. This dish here is a life-altering experience. This one's too good to describe. Er hat gar nicht gezeigt, wie er das gemixt hat. Er hat einfach nur die Sachen so reingehauen. Das war auch voll das schnelle TikTok. Ich bin verwirrt, ich muss es mir noch öfter angucken. Aber es klingt super, super lecker. Richtig lustig, dass er einfach sein Wasser gesalzen hat, als würde er ganz normale Spaghetti kochen. Machen wir nebenbei das Pesto. Da habe ich jetzt frisches Basilikum. Knoblauch, wo ich die Schale abgemacht habe. Ich weiß nicht, warum er die Schale dran gelassen hat. An die Italiener von euch. Lässt man beim Knoblauch die Schale dran, Parmesan, dann noch lecker schmecker Pinienkerne. Schwacher Mixer. Ich hatte gerade voll Struggle, dass das hier jetzt so flüssig wird. Ich habe einfach ein bisschen Wasser dazu gegeben und noch mehr Öl. So, das ist meine Pesto. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Es riecht richtig gut. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es schlecht schmeckt. Um die Italiener zu ehren, benutze ich eine Gabel.
Also im TikTok sah es wesentlich dunkelgrüner aus, aber zu meiner Verteidigung, ich habe den ganzen Basilikumbusch benutzt. Ich habe den benutzt, dass ich jetzt nicht mal ein Blatt zum Dekorieren mehr habe. Ich kann mir nur vorstellen, dass es sehr, sehr gut schmeckt, weil Pesto schmeckt ja eigentlich immer geil. Hier versuche ich mal nicht zu schlürfen, um italienisch rüberzukommen. Boah, das war eine Knoblauchzehe zu viel, aber schadet ja nicht. Ich bin sehr, sehr überrascht, weil wenn man Pesto isst mit Spaghetti oder anderen Nudeln, dann sind die Nudeln ja immer ein bisschen härter, al dente. Und Ramen-Nudeln sind sehr schnell sehr weich. Aber ich bin das nicht gewohnt. Wenn ich Pesto esse, muss ich noch sehr viel kauen. Aber hier sind die Nudeln so, so weich. Also ich würde jetzt nicht so übertreiben wie der TikToker und sagen, das ist life-changing. Also schmeckt auf jeden Fall geil, keine Frage. Aber ich würde es trotzdem lieber weiterhin mit ganz normalen Nudeln essen, also Spaghetti und so. Aber hey, jetzt weiß ich, wenn ich keine Nudeln mehr zu Hause habe, nehme ich Instant-Nudeln. Das klappt auch wunderbar. Aber dann müsste ich auch zufälligerweise einen ganzen Busch Basilikum zu Hause haben, was selten der Fall ist. Das schmeckt echt gut, also ja, voll nice. Also ich habe die Pesto auch gar nicht gewürzt. Es waren wirklich nur diese frischen Zutaten und trotzdem schmeckt es so geil. Wegen dem Parmesan natürlich. Also wenn man einen guten Mixer hat, ist das Gericht auch super, super schnell zu machen. Also vor allem die Nudeln sind ja in 2 Minuten durch. Weil manchmal habe ich das auch so, dass ich voll Bock so habe auf Spaghetti mit Tomatensauce einfach. Aber ich habe einfach keinen Bock, Spaghetti zu kochen, weil ich weiß so, das dauert noch ein bisschen. Und dann ist es eigentlich voll der Hack, Instant-Nudeln zu nehmen. Okay, das ist life-changing. Als nächstes haben wir hier Ramen-Pancake. Okay, aber die sind schon fertig. Manchmal zeigt man so auf TikTok zuerst das ganze Gericht und dann erst, wie es zubereitet wird. Wahrscheinlich, weil die mehr Watchtime haben wollen. Schlau. Sieht auf jeden Fall gut aus. Und schmeckt wohl. Okay, was war das? Okay. Okay, Hauptsache, sie zeigen ganz lange, wie geil das Essen aussieht und wie lecker es schmeckt. Aber wenn es dann um das Rezept geht, 2 Sekunden Video. Danke. Boah, ich glaube, ihr seht, es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Ende dran zu bleiben. Es wird sehr, sehr lecker. Warum auch immer. Okay, weiter. Ah, und jetzt beginnt wieder dieser Loop. Oh Gott, TikTok. Auf jeden Fall, das TikTok ist zu Ende. Ich bin nicht so gut im TikTok machen, aber ihr könnt mir trotzdem gerne folgen. Vielleicht verbessere ich mich ja dann. Aber ich bin gut im Kochen oder Nachkochen. Bei diesem TikTok gibt es wieder ein klassisches Problem. Und zwar, es sieht alles cool aus und geht schnell. Man kann es mal schnell gucken und swipen. Aber da steht nirgendwo eine Rezeptangabe. Ich benutze jetzt einfach ein bisschen Mehl, denn ich denke, das Konzept ist wie Kimchi Pancake und da benutzt man ja auch Mehl. Ein bisschen Wasser. Dann die restlichen Zutaten. Ich habe gesehen, es gibt Kimchi. Es gibt Weißkohl, Schnittlauch, Mais. Und ich glaube, dass sie Parmesan oder irgendeine Art von Käse reingemacht hat. Und natürlich nicht vergessen die Gewürzmischung. Hier mache ich mal nur die Hälfte rein. Ja, man war so scharf. Es ist sonst zu scharf. Ich mische das mal an und gucke, ob das überhaupt klar geht. Ob ich nicht vielleicht mehr Mehl und mehr Wasser. Ja. Hast du was reingemacht? Ja, so irgendwas so Flüssiges. Das sah aus wie flüssiger Käse. Da war auf jeden Fall noch irgendwas, was sie ganz am Anfang reingerieben hat. Aber sie hat es gerieben und dann ist es flüssig geworden. Und ich denke mir so, what the fuck ist das? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ist das? Was reibt man? Und dann kommt Thomas raus. Keine Ahnung. Ich wüsste da was. So, ich habe einfach immer mehr Mehl und Wasser reingekippt. Ich finde, es sieht jetzt genauso aus wie beim TikTok. Also gebe ich die gekochten Nudeln noch rein. Ah, ich kann
mir gar nicht vorstellen, dass das überhaupt schlecht schmecken kann. Ich meine, der Geschmacksträger Fett ist ja drin. Okay, der erste ist nicht perfekt geworden. Zweiter Versuch. Der Moment der Wahrheit. Ich bin der Meinung, es ist diesmal viel, viel besser geworden. Einfach, weil es größer ist und die ganze Fläche bedeckt. Okay, hier ist das gute Ding. Ich finde, es sieht genauso aus wie beim TikTok. Ich schneide das jetzt nochmal in Happen. Ich bin, by the way, demnächst in Korea und Japan, also genau Anfang nächsten Jahres. Deswegen vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Es wird richtig geiler Content kommen. Dirks Freund wird dabei sein. Unsere Cutterin wird gegebenenfalls mitkommen. Wir haben sogar schon eine vietnamesischsprachige Babysitterin organisiert. Der Content ist wild dort auf jeden Fall. Und wir haben auf jeden Fall aus Vietnam gelernt, was man alles beachten muss, um mit Kleinkind trotzdem arbeiten zu können. Die Mayo kommt jetzt einfach hier rauf. Okay, bei ihr sah es viel besser aus. So, jetzt bin ich super, super gespannt. Man kann hier die Nudeln sehen. Was ich am frittierten Rahmen eigentlich meistens schade finde, ist, dass die waren ja vorher so knusprig. Dann hat man sie weich gekocht und dann frittiert man sie wieder knusprig. Es ist ein bisschen zu dick geworden für meinen Geschmack. Es ist nicht zu scharf, also es ist auf jeden Fall gut, dass wir nur die halbe Packung reingemacht haben. Geschmacklich habe ich aber noch nichts rausgeschmeckt. Ich glaube, ich hatte voll das schlechte Stück, wo nur Nudeln und Teig war. Ich nehme mal ein etwas knuspriger aussehendes und hier ist sogar ein bisschen Kimchi dran. Ich bin nicht so ganz überzeugt, weil irgendwie schmecke ich. Also die äußere Schicht ist halt super knusprig, aber die innere Schicht ist irgendwie nur Nudeln mit diesem komischen Teig. Also wenn ich ein Stück habe, wo Kimchi dran ist, dann schmeckt es ganz gut. Aber ansonsten schmeckt es relativ fad. Aber ist bei Kimchi-Pancake eigentlich auch so. Generell alle koreanischen Pancakes muss man immer vorher so mit Sojasauce dippen. Oder man hätte auch einfach mehr Kimchi reinmachen können. Ich glaube, dann würde es overall richtig, richtig gut schmecken. Oder jemand hätte beim TikTok einfach schreiben können, wie viel ich von etwas reinmachen sollte. Freestyle-Kochen macht nicht immer Spaß. Kann man auf jeden Fall machen. Man sollte aber auf jeden Fall vorher nach einem guten Kimchi-Pancake-Rezept suchen. Als letztes habe ich mir das viralste Video rausgesucht. Und zwar ist es von Ramen Guy. Der muss immer mit dabei sein. Noodles and then just kind of stir them around in the sauce. Crack an egg in the... This ramen recipe has been blowing up on TikTok and it's just too interesting not to try. First, heat up your ramen. As that's going, heat up a stick of butter. Chopped up a bunch of garlic, about a few cloves. I didn't measure this, I just added a bunch of soy sauce, which was my demise. I didn't have chili flakes, so I used sriracha sauce. Okay, chili flocken habe ich. And add some brown sugar, and I should have probably added more. Add in some ramen. Das ist das Interessante, brown sugar. Und er hat auch gesagt, wir sollen nicht zu wenig reinmachen. Water. Now bring the ramen into the sauce. I also added in more ramen water. Let the ramen emulsify with the sauce and then crack an egg in there. Wow. Turn off the heat and stir, stir, stir. I didn't have everything bagel seasoning, so I used seaweed and scallions as my toppings. Let's see how it goes. I ended up adding way too much soy sauce, which made it too salty. I think with less soy sauce, it could have been really good. Also hier von den ganzen Zutaten her kann ich einfach nur sagen, dass es sehr lecker werden muss. So, weil brown sugar ist voll geil. Ich bin gespannt. Ich habe hier Butter, dann Knoblauch, dann Sojasauce. Ich habe hier mit weniger Salz. Jetzt kommen Chiliflocken rein. Der Ramen-Guy hatte ja nur Sriracha. Jetzt kommt meiner Meinung nach die spannendste Zutat, und zwar Brown Sugar. Das erinnert mich ein bisschen an Tapioca machen. Bisschen Nudelwasser, damit das Ganze gut vermischt wird. Okay, schmeckt gut, aber irgendwie finde ich die ganze Suppe noch ein bisschen alles zu dünn. So, mit ein bisschen mehr Butter sieht es direkt mehr dickflüssig aus. Jetzt gebe ich die Nudeln rein. Woran mich das Ganze auch erinnert, ist an ein vietnamesisches Gericht, das heißt Thịt Kho, karamellisierter Schweinebauch. Das sieht auch ungefähr so aus, wenn man das kocht. Ich warte jetzt, dass die Flüssigkeit vollkommen von den Nudeln aufgesaugt wird und danach kommt noch ein Ei rein. Okay, die Nudeln haben ihren Job getan, die Flüssigkeit ist fast weg, deswegen schnell das Ei rein. Das riecht voll gut. Ja, natürlich, alles was karamellisiert riecht, riecht gut.
Okay, wir rühren das gut. Das ist so mit Abstand das Gericht, was am besten riecht am heutigen Tag. Ich mache noch Sesam-Seeds rein. Bin mir so sicher, dass es gut schmeckt. Ja, das schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Richtig himmlig. Ich habe hier auch Mama-Nudeln benutzt, diese thailändischen. Es schmeckt wie Butter. Ich muss gar nicht kauen. Brown Sugar kommt gar nicht mal so stark rüber, wie man denkt. Das ist nur so eine leichte, süße Note. Es schmeckt perfekt. Kennt ihr diese Gerichte, wo einfach Zucker drin ist, aber im Endeffekt schmeckt man das gar nicht mehr so stark raus und man erkennt es trotzdem als deftiges Gericht an? Ja, das ist das. Es ist eine perfekte Kombi. Ich finde es auch interessant, dass die Farbe auch mal anders ist. Es ist diesmal nicht rot, nicht orange, nicht beige. Es ist braun. Das Ei dazu, finde ich, passt auch richtig, richtig gut. Also das macht das Ganze irgendwie noch mal cremiger. Dieses TikTok-Rezept ist auf jeden Fall von mir approved. Macht es gerne nach. So Leute, das waren auf jeden Fall nice Rezepte und ganz wichtig, sehr einfache Rezepte. Falls ihr mal auf TikTok und Instagram auf coole Rezepte stößt, markiert mich gerne. Ich sehe das immer, diese Kommentare, und dann speichere ich mir diese TikToks und Reels ab und mache das vielleicht danach. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches der 5 Rezepte, die ich euch heute gezeigt habe, ihr als erstes nachmachen werdet. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall guten Hunger.